Liebe Kunstfreunde, hier im Dortmunder U im Museum Ostwall erleben wir zurzeit die Ausstellung Fluxus – Kunst für alle. Wir schauen in der Dortmunder Innenstadt nach, was es damit auf sich hat. Kunst. 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 Gerede. 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 Kunst. Gerede. Dorothee Dessmer ist Kunstvermittlerin. Nun, das muss ein deutscher Fachbegriff sein. Bei uns in Österreich heißt das Hehler. Oder was genau ist ein Kunstvermittler oder eine Kunstvermittlerin? Ja, als Kunstvermittlerin arbeite ich für das Museum Ostwall. Die Besonderheit vom Museum Ostwall ist ja, dass wir schon einen Schwerpunkt auf dem Thema Fluxus haben. Und Fluxus ist sowas, das erklärt sich am besten selbst. Ich nehme im Fluxus einerseits wahr ein Luxus, andererseits auch ein Pff. Was steckt hinter dem Pff? Hinter dem Pff steckt tatsächlich alles, weil Fluxus ist eine Wortneuschöpfung gewesen. Es gibt 1000 Begriffe, die Fluxus erklären könnten oder womit man dieses Wort umfassen könnte. Aber es ist nicht ein Wort, das den Begriff Fluxus am besten umschreibt. Mit großem Erschrecken habe ich auch den Untertitel zur Kenntnis genommen. Kunst für alle. Heißt das, dass ich mir jetzt in Zukunft den Champagner auf der Vernissage mit dem ordinären Pöbel teilen muss? Nein, das heißt es nicht. Oh, Gott sei Dank. Kunst für alle heißt eben Kunst für den Alltag, Kunst tatsächlich für jedermann und Kunst auch nicht mehr tut ernst. Und deshalb ziehen wir jetzt einen Schuh hinter uns her. Deshalb ziehen wir einen Schuh hinter uns her. Und das Ganze bezieht sich auf eine Aktion von Alan Caprow, die er 1989 durchgeführt hat. Und da war eben die Handlungsanweisung, einen Schuh hinter sich herzuziehen. Sorge um ihn zu tragen, weil die verschiedenen Untergründe der Straße natürlich dafür sorgen, dass er nicht in seiner ursprünglichen Form bleibt, sondern ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Kunst ohne Museum, ja? Der öffentliche Raum als der Raum für die Kunst. Genau, tatsächlich. Was genau soll das? Das ist die Wiederholung von einem Happening, das 1989 in Bonn stattgefunden hat, in der Innenstadt. Wie wirkt das auf Sie? Das wirkt imposant auf mich erstmal. Allerdings hätte man sich auch noch mehr Schuhe vorstellen können, vielleicht so ein ganzes Bündel. Ja, wir hätten für Sie vielleicht noch einen Schuh, wenn Sie auch einmal das Gefühl fühlen wollen, wie es ist, einen Schuh zu ziehen. Ich ziehe leider ausschließlich Gamaschen, die haben Sie wahrscheinlich nicht dabei, nehme ich an. Eine Gamasche haben wir, glaube ich, nicht im Angebot. Nein. Muss ich leider ablehnen. Ach, Sie haben Schuhe in der Hand. Ich habe einen Schuh dabei. Komm, ich zieh mal den Schuh. Ja, super. Wie weit gehen wir denn? Ganz so, wie Sie es empfinden, im künstlerischen Gefühl entsprechend. Wenn Sie sagen Stopp, dann nicht Stopp. Ja. Mädels, wenn ihr Stopp sagt, ist Stopp. Stopp! Oh. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt gibt es natürlich einen tosenden Applaus. Ich würde sagen, der braucht ein Pflaster. Ja. Ja. Doch, okay, dann habe ich hier ein Pflaster. Mach drauf, Sabine. Einfach, ist egal. So, da, so an der Seite. Ja, das ist auch eine empfindliche Stelle. Da Sie können heute von sich voller Stolz sagen, wir waren Kunst. Wir waren Kunst. Sie sind aus der Schuhbranche. Haben Sie da auch schon mal einen Schuh hinter sich hergezogen? Nee. Wollen Sie es hier einmal versuchen? Unbedingt. Sie machen ja jetzt gerade Kunst. Wie fühlt sich das an? Super. Ist es ja wichtig, den ab und zu mit Pflaster zu versorgen, nicht wahr? Ja, genau, das ist sehr wichtig. Ist das schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden? Also meinem geht super. Ach, der steht auch noch so gut. Ja, also ich sorge dafür, wenn man so aus dem Schuhhandel kommt. Können wir ein Pflaster noch in dem Schuh etwas Gutes tun? Ja, der hat sich verletzt. Die Spitze ist immer besonders empfindlich bei den Pumps. Auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall sehr schonen. Sehr gut. Ich danke Ihnen vielmals. Danke auch. Wie wirkt es denn auf Sie? Der Schuh, ich weiß nicht, irgendwie ungewohnt, ne? Ich höre sowas zum ersten Mal. Ist es für Sie Kunst oder? Nein, eigentlich nicht. Nein, für mich nicht. Wie wirkt es auf Sie? Witzig. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre so eine Junggesellengeschichte oder irgendwie, ja, halt irgendwas Gaggiges, ne?
Ist eine Dorothee Desma überrascht von den Reaktionen, die wir bis jetzt haben einfangen können? Ja, ich bin sehr überrascht und ich freue mich total, dass die Leute so offen mitgemacht haben und dass dieser Humor sofort angekommen ist. Also natürlich reagieren viele auch irritiert, aber dass die meisten dann auch gesagt haben, dass es eine lustige Aktion ist, so einen gewissen Witz hat, das freut mich. Ist bei den Fluxus-Kunstwerken die Irritation das, was im Mittelpunkt steht? Also Irritation reißt ja ein Stück weit aus dem Alltag und macht, dass man aufmerksam wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Irritation das Wichtigste ist von Kunstwerk oder von Fluxus Happenings, aber es ist auf jeden Fall ein dienliches Mittel, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Er möchte den Schuh bis nach Wuppertal mitziehen. Bis nach Wuppertal? Wenn es genehm ist, nehme ich den mit. Ja, bitte. Dann mit dem Handy mache ich zwischendurch Fotos. Möchten Sie vielleicht noch ein paar Pflaster für die Fahrt mitnehmen? Dann nehme ich Pflaster noch mit, zur Sicherheit. Ach, dann gebe ich den auch leichteren Gewissens an Sie ab, den Schuh. Gut. Tschüss.